Ganz herzlich willkommen im letzten Finanztalk des Jahres 2020. Wer hätte das gedacht, da so ein aufregendes Jahr hinter uns liegt? Und wir wollen uns mal ein bisschen ja, in der Rückschau und auch ein bisschen in den Überlegungen, uns an die Überlegungen wagen, was vielleicht auch im nächsten Jahr vor uns liegen könnte. Und dazu freue ich mich, meine überaus kompetenten Kollegen hier wieder im Finanztalk begrüßen zu dürfen, mit denen ich hier wirklich vier überaus geschätzte und kompetente Finanzblogger habe, die auch alle großartige Angebote haben. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann möchte ich euch empfehlen, das schleunigst nachzuholen. Annette Weiß von der Finanzbildung, der die Bildung der Finanzen sowohl als Wissens- als auch als reales Asset sehr am Herzen liegt. Und die auch ein wunderbares Buch geschrieben hat, zu dem es gerade auch einen wunderbaren Kurs gibt, bei dem es darum geht, dass du deine Altersvorsorge rechnen kannst, auf jeden Fall mal in Annettes Gruppen gehen, Annettes Profil stalken und reinschauen. Wäre auch ein tolles Weihnachtsgeschenk gewesen und ansonsten Geburtstage, neues Jahr, all die ganzen Sachen, ja. Schön, dass du wieder mit dabei bist, liebe Annette. Hallo, hallo, schönen guten Abend. Dann unsere wunderbare Dani, die als Wirtschaftsjournalistin und als Geldfrau sich unglaublich gut in ganz, ganz vielen Finanzthemen auskennt, auch wirklich ganz viele tiefe Hintergründe aus ihrem Journalistendasein hat und da ganz, ganz tolle Insights liefert und vor allem auch Frauen ermutigen möchte, auch den Weg da reinzufinden, sich mit ihren Finanzen besser auseinanderzusetzen, hat auch eine spannende Facebook-Gruppe, hat auch ganz tolle Fachbücher geschrieben, macht tolle Coaching-Angebote für Frauen, hat natürlich einen spannenden Blog. Auf jeden Fall auch mal bei der lieben Dani vorbeigucken. Und an dich auch. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich muss auch mal mein Mikro anmachen. Hallo, in die Runde. Hallihallo. Und dann haben wir natürlich unsere beiden Herren hier auch noch. Den Luis, der sich gerade schon als Weihnachtsgrinch hier geoutet hat, der trotzdem glücklicherweise bester Laune bei uns ist, der nur Bares für Wahres hält, auf Hochdividendenwerte setzt, einen super spannenden Blog hat, auch dazu tolle Online-Seminare inzwischen, dank Corona vorher auch Offline-Seminare gegeben hat, um Menschen zu zeigen, wie sie solche Depots aufbauen, der auch schon viele spannende Bücher herausgebracht hat, wenn man sich mit dem Thema Hochdividendenwerte ein bisschen tiefer befassen möchte oder auch mit dem Thema Real Estate Investment Trusts. Also ja, sehr, sehr spannende Themen. Toll, dass auch du hier bist und herzlich willkommen. Schönen guten Abend zusammen. Und dann unser zweiter Herr im Bund, der Vincent vom Freaky Finance Blog als Privatinvestor unterwegs. Ihr seht, wenn die Börse abrauscht, auch manchmal Vincent scheiße Gesicht, aber alles in allem mit großem Erfolg dabei in verschiedensten Assets. Hat auch schon Bücher geschrieben, hat wirklich auch, gibt immer tolle Insights, wie sich jetzt seine persönliche Anlagestrategie gerade entwickelt hat, welche Einkommensströme gerade höher sind, welche niedriger. Lohnt sich auch in jedem Fall vorbeizuschauen. Also auch hier, toll, dass du dabei bist und herzlich willkommen. Moin, moin. Immer nordisch. Moin, moin. Ja, und wir wollen heute mal so ein bisschen zum einen dieses, sagen wir mal, doch etwas verrückte Jahr vielleicht ein bisschen reflektieren, das, glaube ich, anders gelaufen ist, als es jeder von uns vermutet hätte, so Anfang des Jahres, das uns alle vor Herausforderungen gestellt hat, das aber auch, wie ich finde, viele spannende Optionen eröffnet hat. Und ich bin ganz doll gespannt, vielleicht mag jeder von euch einfach so ein kleines Resümee geben, was war für ihn auch aus finanztechnischer Sicht in diesem Jahr besonders einprägsam? Auch als Learning aus diesem Jahr, was ist besonders wichtig gewesen? Und dann können wir mal in die Diskussion einsteigen, was wir fürs nächste Jahr an Prognosen daraus ableiten können, warum diese Prognosen sich vielleicht so gestalten könnten und in eine spannende Diskussion einsteigen. An euch, die ihr mit dabei seid, auch nochmal der Hinweis, stellt uns gerne all eure Fragen, damit wir vor allem in der zweiten Hälfte auch mit euch wirklich ganz aktiv in die Diskussion einsteigen können, um eure Fragen zu beantworten. Aber vorher schmeiße ich mal in die Runde an meine vier geschätzten Kollegen. Wie war 2020 für euch? Was waren die krassesten Finanzlearnings? Ich fange an. Weil es kommt von allen das Gleiche, dann habe ich meins durch.
Am krassesten fand ich, wie schnell, wie schnell sich der Markt erholt oder die Märkte erholt haben von März bis jetzt. Also das ist immer noch was, wo ich immer noch staunend davor stehe. Ja, ich weiß, es wird immer alles sehr schnell eingepreist und, das ist schon klar. Jetzt ist Eva weg, aber ja. Es wird immer alles sehr schnell eingepreist, aber diese Überreaktion, die war und ist mir nach wie vor suspekt. Also das war so mein größtes Uff dieses Jahr an den Märkten eigentlich. Ansonsten, ja, Wirecard, das war auch ein sehr spannendes Learning. dass die Skepsis, die in mir schlummerte, gegenüber auch der BaFin und den Kontrollorganen, die wir so haben, dass die durchaus nicht unangebracht ist. Also ich komme ja aus der Bank und in der Bank lernst du, dass die BaFin der schlicht und ergreifend der Gott schlechthin ist. Was die BaFin sagt, ist richtig. Und das ist so, Punkt. Da gibt es keinen Zweifel dran. Die Wirecard-Geschichte hat mich dann jetzt doch noch ein Stück weiter weggetrieben aus dem regulären, aus dem Respekt vor der etablierten und der regulären Finanzindustrie. Ich denke mir mittlerweile, Borleck, also das Wasser, mit dem die kochen, ist genauso lauwarm wie das Wasser von allen anderen auch. Das war so mein Ding dieses Jahr. Sehr spannend, vor allem, weil du ja auch wirklich immer bisher sehr gesagt hast, du glaubst an die Strukturen, du glaubst nicht, dass uns irgendjemand nachts den Euro abluchst und uns irgendwie in der Währungsreform, habe ich jetzt auch nicht gehört, dass sich das geändert hat, aber so der Glauben an quasi das, was alle als genauso ist es und anders wird es nicht sein, scheint mir jetzt doch zumindest ein bisschen erschüttert. Naja, zumindest was die BaFin betrifft. Also das ist, und auch die Geschichten auch mit dem Auszahlen. Auf der einen Seite fand ich es toll, dass so unheimlich schnell Dinge beschlossen werden. Plötzlich geht es dann mal schnell, dass Dinge beschlossen werden können. Und dann kriegen wir das nicht umgesetzt. Und Nothilfen werden nicht ausgezahlt, weil wir mal eine ordentliche Website gebaut. Also bitte, ja. Also so Zeug stehe ich dann wirklich da und denke mir, nee, ehrlich. Also, boah, nee. Nee, ja. Oder dieses rückwirkende Ablehnen von diese 4.000 Euro sofort Unternehmensberaterhilfe. Ich meine, Eva, du kennst das Spiel, ja. Solche Geschichten, das erschüttert mein an sich eigentlich ja theoretisch mal grenzenlos gewesenes Vertrauen in unsere Strukturen. Muss ich zugeben. Das tut mir weh. Kommt man aber drüber hinweg. Ja. Also das ist bei mir seit 1999 so, dass jegliches Vertrauen hinweg ist. Das kann man gut mit leben. Luis, mach doch direkt mal weiter. Was würdest du denn sagen? Was sind deine Learnings aus diesem... Ja, um von Annette aufzugreifen, den Wirecard-Skandal, das hat mal wieder wirklich vor Augen geführt, wie hoch ein Einzelwertrisiko ist, was man ja vorher nicht auf der Pfanne hat. Ja, und außer den BaFin-Mitarbeitern, die dann halt irgendwelche Insider-Geschäfte eventuell gemacht haben, ja, und ein paar anderen, muss man auch sagen, dass die Masse das eben nicht so mitbekommen hat. Und selbst die lang oder auf lange Sicht recht hatten, aber eben schon vor 2-3 Jahren irgendwie mit Leerverkäufen angefangen haben, die hat es ja auch erstmal runtergerissen. Ja, also das ist halt wirklich. Ja, das führt das halt mal wieder genau vor Augen. Ja, und dann also was dann einem schon wehtut. Sofern diese Berichte dann in den Medien stimmen, wo halt hier auch ältere Leute gesagt haben, oh, in Vertrauen in ein großes deutsches Unternehmen, da einen Großteil ihrer Gelder reingeparkt. Ja, das ist dann natürlich schon, klar, auf der einen Seite selbst verschuldet, auf der anderen Seite, finde ich, leidet man ja doch immer so ein bisschen mit. Das leitet über in die zweite Erkenntnis, aber das ist eine, die eigentlich jetzt durch jeden Crash, den ich mit durchlebt habe, getragen hat, nämlich halten ja, und im Zweifel halt eben nichts machen. Ja,
die das gemacht haben, stehen jetzt relativ gut da, die eben früh oder ausgestiegen sind, dann an der Außenlinie erstmal gewartet haben, weil, wenn wir uns ja auch erinnern, ich meine, im März, da war ja noch hier von Kernschmelze 1929 die Rede. Also da bedurfte es ja auch schon eines gewissen Widerstandes, zu sagen, nee, ich halte die Position. Ja? Das war ja nicht ausgemacht, dass dann bei minus 40 irgendwie Schluss ist oder sowas. Ne? Ja, und ja, da halt einfach wirklich ganz stur wie so ein Esel die Linie halten. Und die dritte Erkenntnis, das betrifft dann so das Thema eher so Optionshandel, weil so ein heftiges Szenario, was sich natürlich dann im Derivatebereich ja gleich mit einem Hebel auswirkt, wie wichtig es da ist, ein funktionierendes Risikomanagement zu haben und das dann eben auch gnadenlos durchzuziehen. Das war so die dritte Erkenntnis des Jahres. Okay. Diversifizieren, Risikomanagement, dranbleiben, nicht sofort raus und Strategie folgen und sich nicht sofort panisch machen lassen. Ich denke, wer das verfolgt hat, war auf jeden Fall gut dran. Wie sieht es mit euch beiden anderen aus, Dani oder Vincent? Wer mag zuerst mal? Ja, ich kann gerne auch was sagen. Natürlich war Corona prägendes Thema in diesem Jahr. Ja, du hast es ja auch schon angesprochen, bei unserem damaligen Talk bin ich ja auch ein bisschen aus der Haut gefahren, was das anging. Und, aber wie sich zeigt, ob nun berechtigt oder nicht, schließen die Märkte allesamt oder die großen Indizes zumindest über den Vor-Corona-Ständen. Also von daher war die Panik vielleicht ein bisschen unbegründet. Vielleicht kommt das dicke Ende noch, wir wissen es nicht. Aber da schauen wir vielleicht nachher nochmal drauf auf die Prognose. Wirecard hat mich auch getroffen. Ich habe zwar eigentlich nie Wirecard-Aktien gehabt, aber über den Optionshandel dann war ich eben auch betroffen. Da hat Luis ja schon gesagt, dass das ein heißes Thema war, natürlich auch im Corona-Crash. Und danach, als die Wunden zunächst geleckt schienen, kam dann Wirecard noch obendrauf. Dazu kam noch so ein anderes Papier, doppelt gehebelt, so ein Mortgage-Rate-Papier, was auch noch völlig pleite gegangen ist. Also ich habe einige Verluste hingenommen und trotzdem nach hinten raus jetzt auch wieder sehr, sehr hohe Kursgewinne oder Buchgewinne angehäuft. Einfach dadurch, dass ich eben auch kaum was verkauft habe, beziehungsweise nur was verkauft habe, was ich dann direkt auch wieder anderweitig meiner Meinung nach besser investiert habe. Und über die Zeit im Laufe des Jahres sind dann eben die Gewinne wieder, haben sich angehäuft sozusagen. Ne? Hat man ja auch gehört, oder ich habe es auch mal geschrieben, die meistgehasste Rallye dieses Jahr, weil viele eben an der Seitenlinie standen und immer gedacht haben, es kommt noch mal ein zweiter Crash und so weiter und haben auf noch tiefere Einstiegskurse gehofft oder so. Kam nicht, also immer gut, wenn man zumindest mit einem Großteil noch investiert war. Ja, und was nächstes Jahr kommt, bin ich auch gespannt. Aber da sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber. Vielen lieben Dank. Oh. Dani. Okay, dann fehlen meine Learnings. Ich habe auch drei. Mein erstes Learning ist, was wir irgendwie wahrscheinlich auch alle wissen, dass der Crash, wenn er kommt, dann immer anders kommt, als er von einigen so vorhergesagt wird. Weil wir haben ja, der Crash steht ja auch schon seit mindestens 5 Jahren an der Seitenlinie, gefühlt, oder sogar seit 10, ich weiß es gar nicht mehr, aber auch wirklich echt schon lange. Und es wurde mit vielen Szenarien gerechnet, aber mit so einer Pandemie, mit einem Virus nicht. Das hat das wieder mal bestätigt. Also wenn immer von Crash gesprochen wird, er kommt irgendwann, wann weiß keiner und wie weiß es letztlich auch nicht. Dann kommt passt das zweite Learning genau dazu, dass es nach solchen Crashs immer aufwärts geht. Also das ist jetzt mein fünfter Crash, großer Zusammeneinbruch des Marktes und es ist jedes Mal wieder hochgegangen. Deshalb, ich war zwar auch emotional angefasst, auch von der Börsenbewegung, aber diese Erfahrung, die Erinnerung, dass es auch aufwärts geht, hat mich relativ nüchtern jetzt auf das, was auf den Märkten passiert, gucken lassen. Und das dritte Learning ist, es ist gut, wenn du Rücklagen hast. Erstens für dich als Sicherheit, wenn zum Beispiel dein Job eben wegbricht oder du
nicht mehr so viel arbeiten kannst, wie wir es ja jetzt in dieser Krise gesehen haben oder immer noch sehen, dass du Rücklagen hast, die du zum Abpuffer nehmen kannst, aber auch zusätzlich noch ein paar Rücklagen, die du reinschieben kannst, wenn die Kurse niedrig stehen und dann eben nicht so lange wartest, ne, wie Vincent gerade gesagt hat, an der Seitenlinie stehst, sondern dass du beherzt ab einem bestimmten Zeitpunkt wirklich investiert und investierst und das sehr nüchtern. So, das sind meine drei Learnings. Mhm. Ganz kurz. Es gibt noch viele andere, aber das ist erstmal so das Haupt. Und noch ganz kurz ein Punkt zu Wirecard. Also Wirecard hat mich in der Tat ein bisschen überrascht, aber auch nicht, vor allen Dingen nicht der Umgang der BaFin, weil ich habe damals, ich habe diesen Überraschungsprozess schon durch mit der BaFin und der Bundesbank bei der Berichterstattung über den HSH Nordbank-Prozess. Na, das ist dieser Prozess über die 6 Vorstände. Und da kam die BaFin-Vertreterin, die HSH Nordbank geprüft hat, wurde im Zeugenstand verhört. Und ich dachte mir, also wenn das die BaFin ist, ich würde vor der BaFin mit keiner Spur zittern, weil die Frau konnte wirklich nicht konkret sagen, wie sie die HSH Nordbank geprüft haben. Also sowas von zahnlos, das hat mich damals sehr erschüttert. Das war meine Erschütterung mit der BaFin. Und wie lapidar sie mit diesen Megazahlen einer Landesbank umgegangen sind. Das war mein Learning da schon 2013. Deshalb hat mich das bei Wirecard in der Tat gar nicht erschüttert. Es passte genau ins Bild. Ich kenne es halt aus der Bank wirklich anders. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass das so, dass das solche Luschen sind. Wahrscheinlich eine relativ kleine Bank. Da guckt man dann genauer hin. Ach so. Wäre auch eine Idee, ja. Ja. Übrigens, ich habe nochmal geguckt bei mir im Bücherregal, was so Börsenliteratur angeht und sag mal, so die frühesten, also jetzt moderneren Sachen, die gehen halt bis zurück in die 70er Jahre und da dürft ihr natürlich auch dreimal raten. Natürlich wird da auch der Crash analysiert und vermutlich, wenn man die ganzen Publikationen aneinanderreihen würde, würde man für jedes Jahr und auch jedes Mal eine gut begründete, fundierte Meinung dazu lesen, warum es crashen könnte. Das Problem ist halt, auf dem langen Aufwärtsweg, die periodischen Abstürze, wenn man die eben nicht mitnimmt, nimmt man eben auch den langen Aufwärtsweg nicht mit und unterm Strich kostet dann, ja, sind die Opportunitätskosten der Crash-Vermeidung einfach zu hoch. Das ist halt so das Dilemma, in dem sich ja diejenigen befinden, die sagen, naja, ich muss halt Pulver die ganze Zeit trocken halten und was passiert, wenn es runtergeht. Deswegen finde ich so ein, wie soll ich sagen, eben so ein Halteansatz, Durchziehansatz, gegebenenfalls eben mit so einer Rebalancierung, wo man das eben für sich so aufgeteilt hat, vermutlich fruchtbarer auf lange Sicht, als ewig auf den richtigen Einstiegszeitpunkt zu warten. Von dem man ja dann wieder im Crash ja nicht weiß, wann er denn dann genau ist. Das stimmt. Ich wollte auch sagen, Dani hat ja auch gesagt, nicht nur an der Seitenlinie stehen, dann auch beherzt zugreifen. Habt ihr denn beherzt zugegriffen, als die Kurse tief waren und habt ihr erst dann zugegriffen, als sie angefangen haben zu drehen? Habt ihr auf ein Marktsignal gewartet oder habt ihr irgendwann gesagt, tiefer kann es ja gar nicht mehr oder habt ihr gar nicht zugegriffen? Ich kann ja da gleich mal anknüpfen, weil ich das Thema so reingebracht habe. Ja, ich hatte tatsächlich mir einen größeren Posten geparkt für den Crash. Und ich habe mir irgendwann gesagt, als es tatsächlich leicht aufwärts ging und es wirklich heftig gecrasht hatte, wo wir, ich glaube, 40% Minus standen oder 35%, habe ich gesagt, das ist es jetzt, Punkt. Ich investiere jetzt den Betrag, den ich mir vorgenommen hatte, egal ob es weiter runtergeht oder nicht, weil es war schon so mega, mega unten, dass mir das dann egal war, weil ich wollte es ja investieren. Und ich habe es leicht im Aufwärtstrend investiert und danach ging es auch weiter hoch, aber das war wirklich Zufall, wie es immer so ist. Es hätte auch nochmal runtergehen können, aber für mich war das, selbst wenn es weiter runtergegangen wäre, es war gefühlt schon so tief, dass das ohnehin ein guter Einstiegszeitpunkt für mich war. Das heißt, ich hatte mir so in etwa ein Abstiegsszenario vorgestellt und dann investiert, ganz nüchtern, ohne noch weiter darauf zu warten. Ja. Heißt nüchtern, also das ist quasi
trotzdem aber eine emotionale Entscheidung gewesen? Oder hast du dir zum Beispiel auch den Chart angeguckt und gesagt, gibt es hier ein Umkehrsignal, geht der wieder hoch? Oder war das wirklich nur, dass du sagst, okay, jetzt gehe ich rein? Genau, es war, letzten Endes ist es immer eine emotionale Entscheidung. Selbst wenn es nüchtern vorher geplant war, war es trotzdem eine emotionale Entscheidung zu sagen, heute ist der Tag, ich mache es. Weil wenn wir mehr als, was weiß ich, 5.000 oder 10.000 Euro investieren, dann sind das ja große Summen, finde ich zumindest. Und es ist am Ende eine emotionale Entscheidung, wo ich dann auch immer denke, oh, wie wahrscheinlich alle, oh, hätte ich nicht noch ein bisschen warten können oder nicht, oder na, wo stehe ich? Aber dann denke ich halt drüber nach und weiß, nee, das ist jetzt, das sind eben bestimmte Emotionen, die brauche ich nicht, die sind nur hinderlich, also lasse ich das dann. Punkt, kann ich da bloß sagen. Und du hast quasi deine Asset-Allokation entsprechend investiert und da einfach den Anteilen deiner strategischen Entscheidung entsprechend nach aufgestockt. Erhöht, genau. Das hat sich natürlich jetzt verschoben durch die starke Zunahme. Das heißt, ich bin jetzt in einer Phase, wo ich gucken muss, wie justiere ich die Allokation weiter. Aber ich habe natürlich nicht alle Rücklagen investiert. Also, aber ich muss es tatsächlich im Moment nochmal neu justieren. Ja. Sehr spannend. Deutlich neu justieren, ja. Wie sieht es denn mit euch anderen aus? Habt ihr gekauft? Also ich könnte noch zwei schlaue Sprüche zum Besten geben, und zwar anlehnend an das, was Luis und weiß nicht, wer noch gesagt hat, also wer im Crash nicht investiert ist, der verpasst eben meistens eben auch den Aufstieg, weil eigentlich an ganz wenigen Tagen oder in kurzen Zeitraum werden die größten Gewinne gemacht, und wenn man da eben entsprechend nicht investiert ist, holt man das, was halt im Crash runtergegangen ist, eher schlecht wieder auf. Das heißt, es gibt außerdem den Spruch, der beste Zeitpunkt zum Investieren ist immer dann, wenn man Geld hat. Also war ich größtenteils investiert und hatte jetzt nicht die ganz große Cash- oder Crash-Reserve, je nachdem, wie man das buchstabieren will, und habe dementsprechend am absoluten Tiefpunkt jetzt gar nicht das große Geld gehabt zu investieren, weil ich gut investiert war. Ich habe dann aber im Juni ein bisschen Geld frei bekommen und sehr viel investiert. Gibt es auch einen Artikel, glaube ich, in einem Monats Bericht, 58.000 Euro in einem Monat. Also dann im Juni, als schon gut wieder ein bisschen was aufgeholt war eigentlich, bin ich dann nochmal größer rein. Ja, so war das bei mir. Aber wie gesagt, ne, wer im Crash nicht investiert ist, verpasst auch den Aufschwung oder die Kursgewinne, die großen Kursgewinne. Und der beste Zeitpunkt ist immer zu investieren, wenn man gerade Geld hat. Das waren meine schlauen Sprüche dazu. Sehr cool. Luis, Annetta, seid ihr rein? Seid ihr raus? Seid ihr drin? Luis wird nicht rausgegangen sein, sondern drin geblieben sein. Aber hast du noch aufgestockt? Nein, habe ich nicht. Ganz einfach deswegen, weil ich ja mein für mich festgelegtes Regelwerk habe. Und das sah eben nicht vor, außer planmäßig im März oder April zu rebalancieren. Ich hatte also im Januar rebalanciert und der nächste Rebalancierungstermin war dann Anfang Juli. Da sind wir am Punkt wieder meist gehasste Rallye aller Zeiten. Nein, aber das hat mich jetzt auch nicht geärgert in dem Sinne. Im Umkehrschluss bin ich auch drin geblieben. Das eine bedingt ja dann wiederum das andere. Ja, und von daher ärgere ich mich jetzt nicht, dass ich nicht gesagt habe, oh Mist, hätte ich jetzt mal. Natürlich, also ein Indikator wäre gewesen, ich glaube am 19. März war es, als die Zentralbanken, also insbesondere die US-amerikanische, gesagt hat, wir intervenieren und dann auch angefangen haben, ja sogar Hochzinsanleihen aufzukaufen. Wäre sicherlich ein Moment gewesen, weil als Indikator man sagen kann, ah ja, ist ein guter Punkt, aber spielt ja keine Rolle, weil das Wichtigere für mich ist ja, die Disziplin zu haben, meine Regeln zu befolgen im Wesentlichen. Ja, und das ist ja für mich dann auch mehr wert. Allerdings habe ich das auch zum Anlass genommen, mir zu überlegen, naja, wie könnte man das Regelwerk denn ergänzen, um solche Sondersituationen dann eben, ja, aber Achtung, automatisiert dann eben auch zu nutzen. Also sprich, wann ziehe ich eben ein Sonderrebalancing in Betracht? Ne, so, mir ist in etwa so, ich habe so 40% sind ja eher defensiv ausgerichtet vom Wertpapierportfolio, 60% eher offensiv. Und da kann man sich natürlich dann schon überlegen, naja, wenn ich so eine Situation habe, gerade eben so beschleunigt, ja, und dann mir überlege, naja, wenn von einem Hoch aus gesehen bestimmte Indizes bestimmten Weg nach unten zurückgelegt haben, ob man dann eben ein Sonderrebalancing-Termin
einlegt. Aber eben, wie gesagt, das Wichtige ist halt eben nicht emotionsbezogen, sondern eben regelbezogen. Dann zu sagen, okay, wenn es eben, weiß ich nicht, 25% sind, macht man dann so eine Sonderrebalancierung und dann nochmal, weiß ich nicht, bei 50%. Das wäre halt beispielsweise eine Möglichkeit. Genau. Aber ansonsten ist bei mir alles ja, im Wesentlichen gleich geblieben. Und im Juli waren die Kurse ja einige schon wieder relativ weit gelaufen. Aber ich habe ja Glück, da ich ja doch einen, insofern Glück, dass ich ja doch einen gewissen, zum Beispiel Real Estate Investment Trust Anteil habe. Und die hinkten da noch so ein bisschen hinterher. Von daher habe ich dann auch so einen kleinen Rebalancing-Effekt dann auch noch im Juli nutzen können. Ja, und bei mir, ich bin ja so ähnlich, es gibt ja, bei mir muss man sich immer trennen zwischen Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Geschichte, die streng timingmäßig läuft, und das andere ist ja für den Spaß mit der Spekulation. Und ja, also eigentlich ein Kunde von mir hatte wahnsinnig Glück, weil wir haben für die Erstanlage tatsächlich den tiefsten, ich weiß nicht, es war glaube ich 20., 21. März oder irgend sowas, ja. Aber das war wirklich nur Glück, sonst nichts. Der freut sich jetzt natürlich ein Kipparsch. Dann hatte ich noch 2, 3 Rebalancierungstermine, die haben wir dann auch tatsächlich um eine Woche, 2 vorgeschoben, so ein bisschen. Also so regelfanatisch bin ich dann doch nicht. Aber auch nicht just am tiefsten Punkt, weil ich es einfach nicht wusste, ob es der tiefste Punkt ist. Wenn dann kriegst du dir die Mail, ey, Annette, soll man das jetzt vielleicht vorziehen? Ist das jetzt der tiefste Punkt? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, und für mich persönlich habe ich es natürlich verpasst, das war ja klar, und bin tatsächlich dann auch erst im, das war dann schon April, wo ich so ein bisschen dann, aber das war dann wirklich für den Spaß, wo ich gedacht habe, weil mich dieser schnelle Aufstieg so unglaublich überrascht hat, damit habe ich nicht gerechnet. Mit dem Crash kam ich vollkommen klar, war alles in Ordnung. Aber mit dem unglaublich schnellen Aufstieg, das war was, wo ich dachte, ja, Moment mal, das geht mir jetzt hier alles zu schnell. Wieso, warum? Ja, das war schon klar, warum, aber das ging mir trotzdem zu schnell. Und deswegen war ich da ein bisschen hinterhot für mich persönlich. Aber das ist halt so. Ich glaube, das hat auch noch kein lebender Börsianer je erlebt, einen so schnellen Aufstieg wieder. Aber glaubst du denn, was ja auch, finde ich, fürs nächste Jahr ganz entscheidend sein könnte, dass das gerechtfertigt war, also dass es die Märkte dass die Märkte wirklich richtig eingepreist haben, was in der Wirtschaft passiert ist. Was denkt ihr, was passiert? Also die Märkte haben ja nicht eingepreist, was in der Wirtschaft los ist, sondern die Märkte haben eingepreist, was die Zentralbank rund um den Globus vorweggenommen haben. Und dazu ist zu sagen, im Schattenkabinett sitzt mit Janet Yellen ja zum einen eine Ex-Zentralbankerin in den USA, die auch schon hat andeuten lassen, dass sie durchaus bereit wäre, dass die Fed, was sie bisher noch nie getan hat, auch direkt Aktien kaufen würde. Bisher haben die immer auf dem Anleihenmarkt interveniert, also quasi indirekt die Aktienmärkte befeuert, indem sie eben Anleihen aufgekauft haben. Ja, das wäre natürlich dann nochmal so ein Paradigmenwechsel, der ähnlich wie in Japan, wo es ja schon längere Zeit Usus ist, dass die Bank of Japan ja massiv heimische Aktien aufkauft. Ich glaube, mittlerweile haben die 30% oder mehr der heimischen Aktien im Bestand. Und was Europa angeht und das Eurosystem ist ganz interessant. Wer es gesehen hat, die Weihnachtsvorlesung vom Hans-Werner Sinn, dem ehemaligen Präsidenten vom IFA-Institut, kann ich nochmal anregen. Der hat da nochmal ein Spiel gebracht. Die EZB hat insgesamt Pakete geschnürt bis März 2022 von 3.305 Milliarden Euro, also 3,3 Billionen Euro plus. Ja, also das ist nicht so, also das ist das, was schon mal gesetzt ist, über verschiedene, also eine große Position ist beispielsweise der Pandemie Notfall, das Pandemie-Notfall-Kaufprogramm, ja, so heißt es, glaube ich, genau. Und das ist natürlich schon eine Menge Geld. Und wenn man sich einfach mal vor Augen führt, so eine Relation setzt, in der Finanzkrise, also Weltfinanzkrise plus
Euro-Krise 2008 bis 2012 war das Gesamtpaket nur 0,9 Billionen Euro schwer. Also jetzt haben wir über mehr als das Dreifache. Und das wird natürlich auch irgendwo seinen Weg finden und nicht ohne Folgen bleiben. Und ich glaube nicht, dass das Programm irgendwie nochmal gekürzt wird oder sonst irgendwie gesagt wird, ach nee, nehmen wir doch von Abstand. Ja, und wir sehen es ja jetzt schon die letzten Monate oder Jahre ja eigentlich, dass wir eben nicht auf den Gütermärkten, sondern eben auf den Finanzmärkten die inflationären Auswirkungen der Geldmengenausweitung sehen. Ja, auf dem Immobilienmarkt ganz besonders, ja, aber auch auf so Sachen wie Kunstmarkt, auf dem Whiskymarkt selbst, ja, das ist ja, also selbst da sind ja mittlerweile, ich glaube, eine Auktion, die jetzt gebracht hat, über 1 Million Euro, jetzt war, glaube ich, die teuerste Whiskyflasche, die ist irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts abgefüllt worden. Also, das betrifft Kryptowährungen eigentlich fast alles, ne? Ja, ich habe mir auch da Gedanken und Notizen dazu gemacht. Also anschließend an Louis' Ausführungen habe ich natürlich auch die Geldschwemme hier auf dem Schirm. Meine Stichpunkte dazu waren eben, dass massenhaft Hilfspakete geschnürt und verabschiedet und umgesetzt wurden. Wir hatten Millionen Amerikaner, die zeitweise mehr Geld bekommen haben durch zusätzliche Schecks als über ihr normales Arbeitslosengeld. Das Geld ist natürlich dann auch teilweise in der Wirtschaft angekommen. Wir haben die Notenbanken, die Geld drucken ohne Ende, die schon lange Anleihen kaufen, heute mehr denn je und so weiter. Aber dazu habe ich noch den Punkt Gewohnheit. Und zwar haben wir, glaube ich, den ganz großen Corona-Schock dann irgendwann auch überwunden. Wir haben einen Weg gefunden, damit umzugehen. Wir hatten einen fast normalen, in Anführungsstrichen normalen Sommer dann ja auch irgendwie fast schon wieder. Und die vorher von den Anlegern auch befürchtete zweite Welle und auch der zweite Lockdown hatten dann schließlich fast gar keine Auswirkungen mehr auf die Börse zumindest. Ja. Dann wurden Impfstoffe angepriesen und die werden jetzt sogar also angefangen sukzessive zu verabreichen. Und eben an der Börse wird die Zukunft gehandelt und das suggeriert ja, dass alles gut wird, wenn halt immer Geld reingepumpt wird, wenn wir einen Umgang mit Corona gefunden haben und so weiter und so fort. Jetzt diese Impfstoff-Rallye nochmal. Und dazu kommt eben auch, dass Aktien eben fast alternativlos sind. Wir haben dann irgendwo einen Anlagenotstand, wenn wir so viel Geld haben, das muss irgendwo hin. Immer mehr Leute verstehen, dass Aktien eine gute Idee sind und dann wird jetzt investiert. Das Investieren wird leichter durch irgendwelche Neobroker und so weiter. Also es wird die Hürden werden kleiner, der Anlagenotstand größer. Ja, der ganz große Teil geht eben in Aktien und ein Teil auch in Gold und wie Louis auch schon gesagt hat, in Kryptowährungen, speziell Bitcoin ist ja auch dieses Jahr ein Wahnsinns Kursanstieg zu verzeichnen gewesen. Dann hatten wir die US-Wahl, war auch nochmal ein heißes Thema. Der blöde Trump in Anführungsstrichen wurde abgewählt. Genau, dann haben wir auch so ein Phänomen wie das IPOs, also Börsengänge gehen von Anfang an durch die Decke, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Teilweise wird blind gekauft. Also es sind schon teilweise neue Spielregeln an den Märkten, die wir selber vielleicht noch gar nicht kennen oder damit umzugehen wissen. Also es ist auf jeden Fall alles sehr interessant und das sind alles so Punkte, wenn man jetzt rückblickt, aus meiner Sicht, warum trotz dieser vermeintlichen Entkopplung von der Realwirtschaft, die Kurse trotzdem, wie gesagt, in den großen Indizes heute oder jetzt zum Ende des Jahres neue Höchststände erreicht haben. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, wie geht das nächstes Jahr weiter? Kommt da das böse Erwachen und wenn die Börse die Zukunft handelt, ist die jetzt schon komplett eingepreist und so weiter? Ja, da bin ich jetzt keiner, der jetzt diese besondere Glaskugel hat und das weiß. Und ihr kennt ja vielleicht auch den Spruch, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Aber das war jetzt mehr Rückblick. Vielleicht wollt ihr voranpreschen mit euren Prognosen. Oder was ich noch mitgebracht hätte, wir können auch gerne uns unterhalten über Sachen, die tatsächlich schon feststehen. Also
Sachen, die 2021 in Kraft treten, solche Geschichten wie die Mehrwertsteuer, dass die dann natürlich jetzt wieder zum alten Satz angehoben wird, dass wir dann statt der zwischenzeitlichen 16% 19% wieder bezahlen müssen auf die meisten Waren, dass viele Krankenkassenbeiträge erhöht werden, auch eben bei den gesetzlichen, bei den privaten ist das ja ein bisschen individueller, aber auch da natürlich ist das ja auch schon über Jahre so. Dann fällt der Soli weg, der Solidaritätszuschlag, der hat vielleicht der ein oder andere ein bisschen mehr Geld dann wieder über. Also 90% habe ich gelesen, der Steuerzahler werden da dann komplett befreit und weitere 6,5% halt teilweise. Also da habe ich auch eine ganze Liste, wenn das von Interesse ist, können wir das auch nochmal in Stichpunkten durchgehen. Aber ansonsten könnt ihr loslegen mit eurer Prognose. Ich bin gespannt. Ich habe dann zum Schluss auch nochmal eine kleine Prognose, wobei der vielleicht, die vielleicht eher ein Wunsch ist als eine wirkliche Prognose. Ich würde gern Vincent ergänzen. Du hast ja so viele neue Spielregeln und Luis hat auch schon die neuen Spielregeln oder die neuen Rahmenbedingungen skizziert. Und ich wollte noch eine dazu addieren. Wir haben ja seit vergangenem Jahr oder seit diesem Jahr, also seit diesem Jahr wird es immer offensichtlicher bei vielen Banken, dass sie Verwahrgelder einführen, also Strafzinsen. Und wir haben, also ich hoffe, ich erinnere mich richtig, wir haben in Deutschland 3 Billionen Euro auf Sparkonten liegen. Und es könnte natürlich sein, dass viele Leute, wenn sie plötzlich auf ihre Guthaben Zinsen zahlen müssen, damit sie es bei der Bank liegen haben, anstatt Zinsen zu bekommen, emotional unter Druck geraten und sich fragen, was mache ich mit dem Geld? Also dann ist die Frage, kommen diese 3 Billionen in Bewegung? Und wohin gehen sie in Bewegung? Gehen sie in die Aktienmärkte? Gehen sie in die Immobilienmärkte? Wo fließt das Geld hin? Gehen sie in den Schattenmarkt? Driften sie ab? Also werden sie in Dinge investiert, die extrem risikobehaftet sind? Ich finde, das hatten wir nämlich in Deutschland noch nicht. Und das ist hochspannend, was die Masse macht, wenn sie Niedrigzinsen bzw. Zinsen auf ihre Sparguthaben zahlen muss. Dani, ich glaube, ich habe dazu eine Frage. Kannst du dir vorstellen, dass es zum Beispiel passiert, weil die Leute die Sichtguthaben halten? Die haben sich ja bisher nicht in andere Assets getraut. Die wollten offensichtlich damit nicht in Aktien gehen. Die wollten keine Immobilien haben. Die wollten nicht mal Anleihen haben, sondern die wollten das Geld da liegen haben. Und das wären jetzt aus meiner Einschätzung Leute, die sagen, okay, dann nehme ich es vielleicht mal lieber von der Bank runter und lege es mir unter das Kopfkissen. Da muss ich zumindest mal keine negativen Zinsen zahlen. Und dann hätten wir einen Bankenrun, wenn alle Leute versuchen, ihr Geld aus der Bank zu ziehen. Und dann kriegen wir irgendwann ein Problem, wenn alle Leute sagen, das hole ich mir mal weg. Siehst du das als ein mögliches gefährliches Szenario? Also das ist zumindest, ich glaube, dieser Gedanke zumindest ist nicht zu unterschätzen. Wo es hingeht, das weiß ich nicht. Also ich bin da, deswegen habe ich es erwähnt, weil ich finde das hochspannend, was da vielleicht in Bewegung kommt. Ich weiß es nicht. Es werden viele sicherlich ihr Geld auf dem Konto liegen lassen, aber das wird auch eine Schmerzgrenze haben. Irgendwann wird eine Schmerzgrenze erreicht sein und diese emotionale Empfänglichkeit wird steigen für krude Ideen, ja. Aber auch, um sich zu öffnen und vielleicht doch das Geld in die Aktienmärkte zu investieren oder in die Immobilie oder in andere Sachwerte. Das weiß ich nicht. So gut kenne ich die Psyche der Bundesbürger nicht, aber Bundesbürgerinnen auch nicht. Aber es kann tatsächlich sein, dass einige anfangen, ihr Geld abzuheben. Das werden wir aber relativ schnell mitkriegen, denn da wird die Bundesregierung sofort gegensteuern und die EZB sofort. Und es wird auch jetzt dann, wenn wir wieder vermehrt Nachrichten sehen werden über Wohnungseinbrüche, wo größere Mengen Bargeld gestohlen wurden. aber an wann glaube ich keinesfalls. Weil dann müsste es passieren, dass von heute, dass morgen in der Zeitung steht, alle Banken erheben ab morgen 2,5% Negativzins auf Girokonten und Tagesgelder. Dann haben wir einen Wandel, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber so blöd wird oder so ungeschickt wird mit Sicherheit nicht agiert werden. Und solange wir uns im Negativzinsbereich bewegen von 0,1
0,1 bis 0,5 ist die Trägheit der Masse nicht zu unterschätzen. Da gibt es dann der ein oder andere, der wird dann vielleicht mal anfangen zu halbieren, dass er dann sagt, na ja gut, ich brauche jetzt halt eben keine 100.000 mehr auf dem Tagesgeld, mir langen auch 50. Ja? Aber das wird ihm ja, also es wäre ja vollkommen hanebüchen aus dieser, der hat es ja vorher gemacht, weil er es für sicher gehalten hat. Ja? Der wird ja jetzt wohl nicht auf die Idee kommen zu sagen, die 50, die ich jetzt ja sicher geparkt hatte auf dem Tagesgeld, die mache ich jetzt in Bitcoin, weil, ja, das wäre ja vollkommen irrwitzig, wobei Menschen manchmal irrwitzige Dinge tun, aber das wäre wirklich irrwitzig. Die Idee wäre eher, dass der Anleihemarkt sich dadurch etwas nochmal beleben würde und dann halt eben auch tatsächlich im langfristigen Staatsanleihemarkt, weil dann nehme ich doch lieber die langfristigen Negativzinsen mit Ausblick darauf, dass ich eventuell einen Kursgewinn irgendwann dann doch wieder realisiere. Ja? Wenn das so weitergeht, steigen die Kurse von den Bundesanleihen. Das wird so sein. Und dann, dass man dann damit arbeitet, ich hoffe, dass ein Teil sich dann auch mal tatsächlich in den etablierten Aktienmarkt dann orientiert, weil das einfach unsinnig ist, das Geld ja so viel Geld auf den Tagesgeldern liegen zu lassen. Ja, aber das ist eher die Richtung, in die ich das sehe. Aber für ein One, nein. Da, nein. Nein. Also einen Bankrun sehe ich auch nicht, aber den ersten Ansatz von Danis Ausführung fand ich ganz interessant. Also das geht ja so in die Richtung Anlagenotstand oder Alternativlosigkeit von Aktien durchaus. Also und dadurch, dass eben auch, wie von mir schon gesagt, diese Hürden ein bisschen niedriger werden immer. Und man sieht ja auch, wenn man sich Statistiken anschaut, dass die Aktionärsquote tatsächlich höher wird oder besser oder größer wird. Und ich denke schon, dass das auch eine Rolle spielt, wenn die Leute bis jetzt mehr schlecht als recht, aber vielleicht zufrieden waren noch mit ihrem Sparbuch, weil es halt nichts gekostet hat, aber jetzt langsam ja wirklich dafür Geld bezahlen müssen noch, dass sie ihr Geld irgendwo parken, könnte so ein langsames Umdenken einsetzen. Und ja, also vielleicht nicht unbedingt in Bitcoin, aber dass da ein oder andere eben in Aktien geht und vielleicht eben auch in Gold. Das ist ja auch so eine beliebte Ersatzwährung, wobei du da das Problem natürlich auch hast, dass du das auch irgendwo meistens kostenpflichtig irgendwo in Bankschließfach packst oder das Problem hast, nicht weißt, wo du es lagern sollst, wenn du nicht irgendwie einen großen Tresor oder sowas hast. Ja, aber ansonsten denke ich schon, dass da der ein oder andere jetzt langsam wirklich übergeht und in Wertpapiere investiert. Aber ist das nicht eigentlich ein Alarmzeichen? Weil ich meine, das hatten wir ja letztes Mal Ende der 90er Jahre, als die Aktionärsquote signifikant hochgegangen ist. Und da hat man natürlich dann auch Auswüchse, wo wir bei Auswüchsen sind. Ich komme dann, also da sind wir wieder beim Thema Wirecard. Und wer ja mitbekommen hat, jetzt ist ja kürzlich ein Liefervermittlerdienst mit DoorDash in den USA an die Börse gegangen. Jetzt kommt aber der Knaller. Ich muss das halt echt einmal vorlesen, weil hat mich ein Leser aufmerksam gemacht, der Tobias. Vielen Dank an der Stelle, wenn er denn zuschaut. Und zwar, jede Aktiengesellschaft in den USA muss ja ein sogenanntes S1-Formular vorlegen. Das S1-Formular, das ist die Anmeldung bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht. Ja, das heißt, da steht also alles über die Firma so drin im Wesentlichen. Ja. Bevor die eben an die Börse geht. Also das ist Voraussetzung. Ja, und da steht drin, ich zitiere jetzt Originalton, was die geschrieben haben auf Seite 46 in diesem S1-Formular, kann sich jeder runterladen. Zitat, in den letzten Perioden hatten wir ein schnelles Wachstum erlebt und dieses Wachstum hat unsere IT- und Buchhaltungssysteme und Prozesse und Mitarbeiter erheblich belastet. Infolgedessen, Achtung, haben wir und unsere unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Prüfung unserer Abschlüsse zum 31. Dezember 2018 und 2019 eine wesentliche Schwachstelle in unserem internen Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung festgestellt. Eine wesentliche Schwäche ist ein Mangel oder eine Kombination von Mängeln im internen Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung, sodass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine wesentliche Fehldarstellung
unseres Zahlenwerks besteht. Und die ergänzen dann noch, wir verfügen nicht über ausreichende Ressourcen mit angemessenen technischen Fähigkeiten, um die neu entstehenden Anforderungen an unsere Finanzberichterstattung zu erfüllen. Zitat Ende. Wurden zugelassen. Das steht da original drin. Kann sich jeder durchlesen. Natürlich auf Englisch, nicht auf Deutsch. Aber im Endeffekt steht da, naja, wir haben mit den Zahlen Schmu gemacht. Man ist uns auf die Spur gekommen. Ja, gut, dann haben wir es halt jetzt so gedreht, dass es passt. Aber in Zukunft werden wir das natürlich wieder machen. Ja, also, und das erinnert dann schon so ein bisschen an so die Exzesse, muss ich sagen, am neuen Markt. Ja, wo es ja dann auch diese Garagenfirmen gab, die ja auch so völlig substanzlose Prospekte hatten. Ne? Oder halt hier bei der South Sea Bubble. Ne? Da gab es halt 1720 auf diese erste große europäische Blase, wo dann auch Unternehmen geschrieben hat, das habe ich mir auch nochmal gerade aufgeschrieben, ja, das hat prospektiert, sich selber dargestellt als, Zitat, ein Unternehmen, das ein sehr vorteilhaftes Projekt ausführen wird, von dem aber niemand wissen soll, was es ist, Zitat Ende, auch eine Emission, die mehrfach überzeichnet wurde seinerzeit. Ja, also das ist schon mehr als skurril, sagen wir mal so, ja. Ja, ich glaube, daran sieht man, das war ja trotzdem ein erfolgreiches IPO bei DoorDash. Ja, eben. Daran sieht man eben auch, oder vielleicht zumindest, dass da viele Neuteilnehmer auch an den Märkten agieren. Und das ist natürlich schön auf der einen Seite, dass man den Weg zu den Wertpapieren findet. Aber man merkt auch, dass es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist und dass die jetzt natürlich auch so ein bisschen im Moment im Prinzip investieren in was du willst und die feiern sich da jetzt selber als, weiß ich nicht, die verstehen das glaube ich gar nicht, dass das jetzt eine Ausnahmesituation ist, dass das über Monate quasi alles nur steigt und jedes IPO erfolgreich ist, selbst wenn die da so eine Dinger bringen. Das ist sehr interessant, aber die Hoffnung bleibt natürlich, dass die Leute, die sich da jetzt neu mit beschäftigen, dass die da auch mit der Zeit dann ein bisschen mehr Durchblick erlangen und dabei bleiben. Und grundsätzlich ist es ja eine gute Sache, aber eben auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es ja auch diese große Robin Hood-Bewegung da in USA. Also das ist ja auch so ein Billigbroker, sag ich mal, wo viele jetzt den Weg geebnet haben oder bekommen haben, über so einen Billigbroker auch am Aktienmarkt ein bisschen mitzuspekulieren. Und was man da alles für Geschichten liest, dass die teilweise gar nicht wissen, in was sie da investieren. Also auch nicht nur Aktien, sondern auch irgendwelche hochspekulativen Derivate und so weiter, nur weil das irgendwer vormacht und da wird blind gefolgt. Und das Schlimme ist, dass das eben größtenteils auch noch super funktioniert und die da alle sehr, sehr viel Geld irgendwie mitmachen. Aber das kann natürlich irgendwann kippen und dann gab es auch wohl schon Fälle, wo es dann wirklich extrem negative Auswirkungen für die Personen hatte, weil dann mal was schiefgegangen ist und bis hin zu einem Selbstmord, weil der nicht wusste, dass er eigentlich einen Spread gehandelt hatte und abgesichert war nach unten, aber erstmal nur die eine Seite der Option ausgeführt wurde und so weiter. Also da gibt es verheerende Sachen teilweise, aber da muss man gucken. Ja, Leute, wie sieht es denn aus mit euren Prognosen eigentlich jetzt für nächstes Jahr? Wo gehen wir denn hin? Wollen wir hier auch das gibt es doch immer in den, oder gab es früher immer in den Zeitungen, der DAX geht 2021, sagt die Haspa auf 15.000 oder so. Machen wir sowas auch? Eine Krake oder so, die wir befragen können? Wie sieht's aus? Ich weiß es nicht, das liest man aber eigentlich jedes Jahr von irgendwelchen Analysten oder Banken, die dann solche Dinge raushauen. Also ich finde das fragwürdig, weil ja, das kann keiner wissen. Ne? Aber vielleicht habt ihr ja zumindest Branchen oder Trends, die ihr ausgemacht habt aktuell und die vielleicht auch nächstes Jahr anhalten, dass das natürlich total ungewiss ist, ist klar, aber vielleicht hat ja einer was. Wie ist denn dein Zukunftsszenario? Willst du damit direkt anfangen oder willst du, nachdem du gerade schon... Meins, ja, ich kann auch gerne anfangen. Dann könnt ihr euch nochmal so sortieren und euch die Karten legen, wohin der DAX geht. Nein, also wie gesagt, das ist alles totale Spekulation natürlich. Man könnte jetzt überlegen, dass vielleicht Teile der Automobilbranche Nachholbedarf hat, wenn wir irgendwann mit Corona größtenteils durch sind oder durchgeimpft sind. Genauso habe ich aus persönlichen Gründen natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Tourismus-, Reise- und Luftfahrtbranche sich möglichst schnell wieder erholt.
wie die meisten wissen, reise ich viel und gerne. Das ist natürlich ein Grund, dass ich da auch gerne wieder raus will in die Welt. Mein Gemüt ist ja schon arg strapaziert, dass ich jetzt diesen Winter hier in Deutschland verbringen muss. Aber das sind natürlich Luxusprobleme. Zum anderen hängt natürlich mein Herz seit meiner Kindheit an der Luftfahrt und auch mein berufliches Wohlergehen und ein großer Teil meines Depots eben auch. Also an der Stelle hat der Extrem-Diversifikator, ich kann das Wort selber gar nicht aussprechen, tatsächlich ein Klumpenrisiko, aber eben auch die Hoffnung, dass nach Corona alles wieder gut wird und dass sich diese Branchen erholen, dass wir wieder reisen können, dass es meinem Arbeitgeber gut geht und dass mein Depot wieder in Schwung kommt, was die Sachen, die da mit der Luftfahrt zu tun haben, angeht. Also das können natürlich Reisebranche, weiß was ich, so Booking.com oder Airbnb ist ja jetzt auch neu an der Börse. Das können Luftfahrtgesellschaften sein, also Fluglinien, also Lufthansa oder Reiseveranstalter wie TUI oder eben Flugzeughersteller wie Boeing und Airbus und sowas. Das könnte eben sein, dass sich das erholt. Man hat es ja schon gesehen, als der Impfstoff angekündigt wurde, dass es den Durchbruch gab. Da gab es ja schon eine Impfstoff-Rallye und gerade solche Werte sind dann natürlich extrem gestiegen. Und ich hoffe, wenn der Durchbruch dann nachhaltig ist, was Corona angeht und wir kein neues Phänomen nächstes Jahr erleben, was sich wieder negativ auf die Märkte oder gerade auf diese Branchen niederschlägt, dass es dann hoffentlich dort und überall anders natürlich auch wieder aufwärts geht. Das ist so ein bisschen mehr Wunschvater des Gedanken, als dass ich jetzt hier die Glaskugel, wie gesagt, habe. Aber ja, vielleicht habt ihr ja was Handfesteres. Luis, dein Mikro ist auf. Du hast sicher Zahlen, Tabellen, Statistiken. Jede Menge. Und zwar die Börse Online hat nämlich genau das gemacht, was Herr Vincent eben gesagt hat, von 1990 bis 1995 die Chefvolkswirte von 25 Banken in Deutschland befragt und insgesamt jeweils 65 Prognosen machen lassen auf Sicht von 12 Monaten zu Indexständen, Währungen, Zinsen, Edelmetallen, alles Mögliche. Und das Ganze natürlich mal analysiert und wie man es sich denken kann, die Ergebnisse waren schlechter als der Zufall. Das heißt, die Trefferquote, es ging nur um eine Trendprognose, ne? Also steigend oder sinkend und von daher schlechter als der Zufall. Jetzt maße ich mir natürlich nicht an, besser zu sein als die Chefvolkswirte und die Glaskugel habe ich ja auch nicht, ne? Und von daher werde ich das handhaben wie zuletzt auch mit meiner entsprechenden Aufteilung offensiv, defensiv, innerhalb dessen ordentlich gemischt. Und das wird auch meine Grundausrichtung für mindestens die nächste Dekade sein. Denn mit 2021 beginnt ja nicht nur ein neues Jahr, sondern in Ermangelung eines Jahres Null ja auch ein neues Jahrzehnt. Und in diesem Jahrzehnt, zumindest was so Deutschland oder Zentraleuropa angeht, da kommen nun doch schon so einige Stränge zusammen, die, zumindest aus meiner Sicht, mehr Risiken als Chancen beinhalten. Das eine ist natürlich die volkswirtschaftlichen Auswirkungen dessen, was wir erleben, wie tief die Pleitewelle Unternehmen reinreitet. Dazu kommt aber auch in dem Jahrzehnt, was meines Erachtens immer hemmungslos unterschätzt wird, die Tatsache, dass die arbeitende Bevölkerung zum ersten Mal in der Bundesrepublik Deutschland sinkt. Also die Anzahl, also wenn jetzt nicht irgendwie von außen was Magisches passiert, ja, also die Zahl der qualifizierten Arbeitnehmer sinkt in diesem Jahrzehnt, demografisch bedingt. Ja, dann kommen die strukturellen Schwierigkeiten des Eurosystems dazu. Der Hans-Werner Sinn hat es in seiner Vorlesung, die ist übrigens auf YouTube frei verfügbar, auch nochmal so auf den Punkt gebracht. Ich meine, Frankreich ist jetzt bei einer Verschuldung von knapp 120% des Bruttosozialprodukts, Spanien auch, Italien 160% und Griechenland hat die 200% soeben überschritten. Ja, ohne den Schuldenschnitt von 2012 wären die bei jenseits der 250%, also de facto ist das Land, so leid es mir für die Hellenen tut, aber die sind halt pleite, muss man halt einfach mal so anerkennen. Ja, also es ist schlechter als Japan. Wie man das dann in Kombination mit einem lahmenden deutschen Gaul, um das mal so zu sagen, heilen will, erschließt sich mir nicht so ganz. Ja, dazu kommen jetzt natürlich die Angriffe
der letzten Jahre auf die industrielle Basis in dem Land. Also das ist schon eine Menge Holz, was da zusammenkommt. Und das verdüstert natürlich so ein bisschen, zumindest die volkswirtschaftlichen Perspektiven. Aber das muss ja, also ist ja unabhängig von der Börse. Aber es ist vielleicht auch nochmal so ein Thema oder auch nochmal, wie wichtig es ist, dann wirklich sich international aufzustellen und eben nicht eben so heimische Klumpenrisiken einzugehen. Ne? Also wenn ich VW-Manager bin in Wolfsburg und dann noch Arbeitgeberaktien habe plus meine Immobilie dort, dann ist das natürlich schon sehr, sehr viel. Und dann ist es vielleicht auch nicht ganz unzweckmäßig, das Ganze ein bisschen breiter zu streuen. Das ist meine eher so mittel- bis langfristige Metasicht. Schränkt mich auf nächstes Jahr, bin dann auch viel kürzer. Ja, ich denke einfach dadurch, dass so viel Geld nach wie vor in den Märkte gespült wird, dadurch, dass wir das Asien-Abkommen haben und, die Märkte werden am Ende des Tages keine andere Wahl haben, als zu steigen. Ich beobachte das mit großer Skepsis, mit großer Sorge, weil ich es halt eben nicht für gerechtfertigt halte, in jeder Hinsicht gerechtfertigt halte, weil es nicht auf Produktivität beruht, sondern einfach nur auf viel zu viel Geld. Und ob die Produktivität dieses viele Geld überhaupt wert ist, wird sich dann zeigen in den Jahren, die Louis besprochen hat. Dann werden wir sehen, ob uns das alles wieder irgendwann rückwirkend ins Kreuz schlägt. Das wäre so meine Ausrichtung für nächstes Jahr. Aber für nächstes Jahr das steigen die Märkte. Überall. Dadi, was denkst du? Ja, also ich weiß gar nicht, was ich noch anfügen soll. Also mit Prognosen, ja. Ich prognostiziere prinzipiell nicht. Und ich möchte mich Louis aber auch so ein bisschen anschließen, von wegen vielleicht mehr Risiken als Chancen. Also die Chancen sind auf jeden Fall da, aber ich gucke da auch mit einer Skepsis, also oder mit Vorsicht drauf, sagen wir es mal so, weil wir tatsächlich nicht wissen, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nicht, wie stark tatsächlich die Unternehmen getroffen sind, also von wegen Pleitewelle und so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, weil das wird ja jetzt alles abgedeckt durch die Hilfen, gerade auch in Italien oder auch in Frankreich, wissen wir nicht, wie stark die Unternehmen betroffen sind. Die waren ja vor dem Crash schon, hatten wir ja schon viele Zombie-Unternehmen, gerade in Italien, die also sich durch die Finanzspritzen nur noch quasi am Leben erhalten, durch die niedrigen Zinsen, die niedrigen Kredite. Also bei mir überwiegt ein skeptischer Blick. Ich werde natürlich weiter investieren, aber ich werde auch meine risikoarmen Bestandteile pflegen. Das auf jeden Fall. Und das tatsächlich im nächsten Jahr nochmal ganz kritisch anschauen. Gerade diese Balancierung, die Strukturierung meines Portfolios werde ich mir nochmal ganz genau ansehen und mich nicht von möglichen euphorischen Gedanken, wenn die Börsen weitergehen, mitreißen lassen. Das ist, glaube ich, dass wir hier realistisch bzw. kritisch rangehen sollten. Fände ich, glaube ich, gut. Und ansonsten, wir werden mit Sicherheit Nachholeffekte sehen, aber wir werden eben auch andere negative Effekte sehen, die wir aber von der Wirkung her jetzt nicht absehen können. Ja, ich finde es ganz spannend, euch zu hören und auch ja, zu hören, dass man eigentlich denkt, okay, es geht alles auch positiv weiter und dass auf der anderen Seite auch gedacht wird, einfach mal doch auch etwas skeptisch, etwas verhalten darauf gucken, was im nächsten Jahr passiert, weil es auch meiner Meinung nach Auswirkungen geben wird. Du hast auch davon in Zombie-Firmen geredet. Ich glaube schon, dass wir im nächsten Jahr viele Firmen sehen werden, die trotz Finanzspritzen das nicht schaffen, dass wir viele Menschen sehen werden, die ihre Arbeit verlieren werden. Und das wird natürlich Auswirkungen haben auf das, was da draußen passiert. Und auf der anderen Seite, denke ich, sehen wir eben auch, dass die Banken auf gar keinen Fall die Zinsen erhöhen können aktuell, um einfach niedrig bleiben zu müssen, dass diese Verwahrzinsen vielleicht auch wirklich mehr und mehr Menschen dazu bringen,
dass unsere alle Arbeit auf fruchtbarem Boden fällt und Menschen sagen, es gibt ja auch noch was anderes, ich könnte mir mal andere Dinge anschauen, dass dort dann auch wirklich der Schritt in andere Investments als ich nutze ein Tagesgeldkonto getätigt wird. Alles in allem glaube ich, dass es immer in allem ganz spannende und großartige Chancen gibt für den, der sich informiert, für den, der sie zu nutzen weiß, für den, der sagt, ich gehe mal aus dem Altbekannten einen Schritt raus, schaue mir das an, bewerte mal für mich, was könnte interessant und was könnte spannend sein. Von daher gehe ich davon aus, dass 2021 auch ein großartiges Jahr werden wird für alle die, die sagen, okay, ich lasse mich auf die Journey ein und ich finde tolle Sachen, die ich für mich nutzen kann. Ich fand es super, super spannend, dass ihr alle nochmal euren Blick mit uns geteilt habt. Und Vincent, es sah aus, als wolltest du jetzt gerade noch irgendwas dazu sagen. Wir machen einfach nochmal ein Blitzlicht. Fangen bei dir an. Ich wollte das nur mit meiner Faust unterstreichen, deinen Enthusiasmus und dein Optimismus fürs nächste Jahr. Ich freue mich, dass alles gut wird. Vielleicht nochmal ganz allgemein abschließend, also großartig ändern, obwohl vielleicht sich die Spielregeln verschoben haben an den Märkten, werde ich persönlich nichts. Also ich gehe davon aus, dass Unternehmen mit soliden Bilanzen weiterhin eine gute Anlage sind. Von daher konzentriere ich mich auf etablierte und gut wirtschaftende Unternehmen bei meinen Aktieninvestments und bin sowieso eher so der Langfristanleger. Es gibt ja auch gerade, wenn wir vorhin über die Neubörsianer gesprochen haben, da wird ja mehrfach am Tag das Pferd gewechselt, teilweise eben auch sehr erfolgreich, aber das ist gar nicht so mein Ding und von daher bleibe ich eigentlich meiner Anlagestrategie treu. Wir haben ja letztes Mal darüber, glaube ich, war das letzte Mal gesprochen, wie man ein Wertpapier auswählt. Haben wir ja schon besprochen und von daher breite Streuung außer Luftfahrt ist leicht übergewichtet bei mir. Ansonsten bleibt alles beim Alten und ich hoffe auch, dass, wie gesagt, alles cool wird nächstes Jahr, dass wir wieder reisen können und dass nicht ganz so viele Leute ihre Arbeit verlieren und auch nicht ganz so viele Zombie-Firmen pleite gehen tatsächlich. Mhm. Dann schießt den Ball mal weiter ins Feld. Oh ja, dann übergebe ich an Luis. Ja, ich werde auch bezüglich meiner Anlagestrategie nichts ändern, sondern die weiter so fortfahren und kann auch nur denjenigen, die zusehen, eben auch raten, saubere Strategie aufsetzen und dann eben durchziehen, das, was wir am Anfang gesagt hatten, halten, ja, und nicht beirren lassen. Ich finde da dieses Bild ganz schön aus der griechischen Mythologie, der Odysseus, der sich an den Mast seines Schiffes binden lässt, die um den Sirenengesang, den verlockenden, klingenden hören zu können, aber trotzdem nicht Gefahr zu laufen, vom Kurs abzuweichen und zu zerschellen. Genau. Jetzt muss ich mal weitergeben, dann an meine Nachbarin Annette. Ich kann mich dem ja mal wieder immer wie immer nur anschließen. Nächstes Jahr wird alles besser. Wie war das in der Fernsehserie? Alles wird gut. Und ansonsten keine Experimente. Die Strategie, die gestern richtig war, ist auch heute noch richtig und sie wird aller Wahrscheinlichkeit morgen auch noch richtig sein, sei denn die Welt bleibt halt stehen oder dreht sich rückwärts. Was können wir, aber das wissen wir nicht. Ich glaube ich auch nicht dran. Von daher nein, einfach weitermachen. Dani! Ja, keine Experimente. Ich werde mein Portfolio nochmal restrukturieren, nochmal tatsächlich angucken, so wie ich es auch gesagt habe, mit einem skeptischen Blick, aber ich sehe auch die Chancen. Und bleibe natürlich meinem Langfristpfad treu, aber ich werde in einigen Teilen nochmal nachjustieren, definitiv. Und was ich mache, ist in Fortbildung investieren, also in meine Fähigkeiten und Fertigkeiten, weil ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, bestimmte Dinge auch zu verstehen, gerade auch mit der Digitalisierung, also sich in bestimmten Bereichen wirklich fit zu machen, up to date zu bringen und Technologien nutzen zu können, weiter zu gucken, weiter zu gehen, über den eigenen Horizont drüber zu gehen. Und das würde ich auch echt jedem empfehlen, sich aufzumachen und mehr zu lernen, weiter zu lernen und dran zu bleiben an den Dingen und vielleicht auch was ganz anderes lernen,
was ich immer schon mal lernen wollte oder was du immer schon mal lernen wolltest und bisher aber noch nicht gemacht hast. Ich glaube, nächstes Jahr ist ein super gutes Jahr dafür, denn diese Krise hat echt gezeigt, dass wenn es hart auf hart kommt, dann sind wir vor allen Dingen auf uns selber zurückgeworfen und auf die Gemeinschaft, die wir haben und auf die Freunde und Familie und so weiter. Und ich denke, das ist gut, darüber nachzudenken, was du kannst, was du selber kannst, welche Fähigkeiten du hast und was du vielleicht gerne lernen möchtest, um dich widerstandsfähiger zu machen. So, das wäre es meins. Da gebe ich zurück zu dir, Eva. Ja, alles wird gut. Das nächste Jahr wird großartig. Ich sage es auch mal ganz hoffnungsvoll. Ich hoffe, ihr hattet alle wundervolle Weihnachtsfeiertage. Schön, dass ihr mit dabei wart und euch die Aufzeichnung anschaut. Vielen Dank an euch vier, dass ihr hier wie immer eure kompetente und geschätzte Meinung mit uns allen geteilt habt. Ich wünsche euch einen wundervollen Jahreswechsel und uns allen fürs nächste Jahr das Allerbeste. Bis dahin, ihr Lieben. Guten Rutsch. Ciao, ciao. Ciao.